Opernstar Anna-Maria Kaufmann gastierte am Samstag bei der Charity-Gala des Projektes Paramusics in Wiesbaden. Rund 90 Euro kostete die Karte für die Gala. Sängerin trat der Geiger Silvio Danza auf. Ein Hauch von Haute Couture herrschte bei der anschließenden Modenschau. Einige der Models sind aus Wiesbaden und so manch eine kam ganz unverhofft zu ihrem ersten großen Auftritt. Ja, also ich war ganz normal einfach im H&M shoppen und dann wurde ich einfach von ihr angesprochen und war mega überrascht und habe mich sehr gefreut. Das war natürlich ein sehr schöner Moment. Und es gibt im Leben kein Zufall, es gibt nur ein Schicksal. Genau. Sonst wären wir heute nicht da und wer weiß, was alles sich noch erwartet. Natürlich dürfen auch mehr oder weniger Prominente auf einer Charity-Gala nicht fehlen. Auch wenn es sich nicht gerade um die erste Riege von Prominenten handelt. Ich bin heute Abend eingeladen worden von der Veronique Kern. Das ist hier die Dame mit der Modelagentur mit den SMC. Meine kleine Schwester ist ja heute Abend auch gemodelt. Die war das letzte blonde Model, die da gelaufen ist. Kann ich Ihnen später mal vorstellen. Und ich bin ganz stolz und muss natürlich auch schauen, wenn ihre erste Modenschau läuft, muss ich natürlich auch dabei sein. Was hat den Gästen und Sponsoren am besten an dem Abend gefallen? Ich muss sagen, also vom ganzen Ambiente her, schon wenn man alleine reinkommt, die ganze Atmosphäre ist wunderschön. Und dann natürlich Christine Kaufmann ist ein Traum. Das war also zur Einleitung, kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Und es erwartet eigentlich nur noch höhere Punkte. Das gesamte Ambiente und ich muss sagen, die Modenschau vom Feinsten. Sehr viele Tipps für Weihnachten gekriegt. Doch der Abend diente nicht nur der Unterhaltung. Auch Tombola-Lose wurden verkauft und der Erlös soll behinderten und sozial benachteiligten Menschen zugutekommen.